Schön so in Portugal, ne? Sonntagnachmittag, die Sonne scheint. Hier schön Käffchen in der Pflicht. Genau. Träumchen. Genau. Wir haben euch ja noch in Hamburg versprochen, dass wir eine Tour de Boat machen, sobald wir soweit sind. Ist jetzt soweit? Ja, also so wirklich soweit werden wir nie sein. Aber wir haben jetzt gerade die Zeit, das passt alles, Wetter passt und deswegen. Hier kommt die Tour the Boat von unserer Dufour 39 German Freas aus 1984. Ein ganz geniales Boot. German Freas ist derjenige, der unter anderem auch die Swans gezeichnet hat oder zeichnet. Das heißt, dieser Einfluss von diesen Menschen ist hier auch ein bisschen zu sehen. Also ich sage immer gerne, es ist eine Baby Swan. Christoph lacht schon wieder. Das ist ein kleiner Insider. Aber man sieht das einfach an der Linienführung und man merkt das vor allem auch am Segelverhalten. Genau. Also die Dufour 39 ist 39 Fuß lang, wie es der Name schon sagt, und ist Segelklasse A, also Hochsee. Ist ein französischer Bau aus La Rochelle von 1984, wie ich vorhin erzählt habe, und ist uns eben deswegen auch sehr wichtig, weil das aus meiner Sicht noch so das goldene Zeitalter der GfK-Boote ist, wo noch wirklich mit guter Qualität gebaut wurde. So, und jetzt zu den Details. Genau. Wir lieben das Schiff. Das Schiff ist ein stabiles, schnelles Schiff und das geht weich durch die Welle. Deswegen ist es für uns ein ganz tolles Schiff. Für eine Langfahrt, für uns ist es ein brauchbarer Kompromiss. Aber die Daten. Unsere Dufour 39 hat 39 Füße, wie der Name sagt. Das ist eine Gesamtlänge von 11,98 Meter mit allem, aber angegeben ist sie mit 11,60 Meter und eine Breite von 3,70 Meter und ein angegebener Tiefgang von 2,06 Meter maximal. Ich glaube, wir sind ein bisschen drüber. Ich kalkuliere immer mit 2,10 Meter, aber hundertprozentig sicher wissen wir es nicht. Unter Wasser haben wir einen Spatenruder und einen Flossenkiel. Insgesamt haben wir einen Ballast mit Flossenkiel von 3,2 Tonnen knapp und eine Verdrängung haben wir, Wasserverdrängung von 6,8 Tonnen. Als wir zuletzt gekrant haben, waren es 11,8 Tonnen, da war es vollgetankt, hatte Wasser an Bord, aber war noch nicht ausgestattet für die Langfahrt. Wir haben unter Wasser ein Bugstrahlruder, ein untergehängtes mit 2,1 Kilowatt. Und das reicht, wenn man in eine Box rein will, um die letzten Zentimeter oder den halben Meter nochmal nachzuschieben. Grundsätzlich finde ich aber, dass das Boot sich auch ohne Bugstrahlruder relativ gut manövrieren lässt. Außerdem haben wir noch einen Dreiflügel-Faltpropeller von Varioprop an einer starren Welle und da sind wir auch sehr glücklich drüber, weil der faltet sich logischerweise dann auch zusammen bei Fahrt und durch die Wasserlinienlänge von 9,30 Meter hat das Schiff dann insgesamt eine Rumpfgeschwindigkeit von ein bisschen über 7 Knoten und die erreicht das Schiff auch in der Besegelung, in der wir es jetzt haben, wobei wir gegenüber dem Original-Rig ein anderes Rig drauf haben, das hat einer der Voreigner mal ersetzt. Wir haben 14,5 Meter Mast, und also über Deck, und damit eine Durchfahrtshöhe von um die 16 Meter. Hier am Bug haben wir ein echtes Biest. Wir haben uns hier einen Mantusanker geleistet mit 25 Kilo. Der ist, ich glaube, ein bisschen zu groß für das Boot. Wir mussten hierzu dazu die Aufnahme auch ändern lassen. Wir haben hier eine Wippe einbauen lassen. Der Anker gräbt sich sehr schnell ein. Wir haben ihn auf vor allem sandigen und schlammigen Untergründen getestet. Und wenn die Crew das gut hinkriegt, dann gräbt er sich beim ersten Mal ein. Wir haben ihn teilweise nicht eingegraben gekriegt. Das war aber unser eigener Bedienfehler. Und wir lagen damit bei so 25 Knoten auch schon, bei Böen um 25 Knoten. Und war alles tipptopp. Wir hatten auch Winddreher dabei mit 180 Grad. Überhaupt kein Thema. Dann haben wir vorne eine Rollfockanlage und ungefähr 30 Quadratmeter, 32 Quadratmeter Fock, eine 100% Fock. Und das ist eher so ein Allround-Fock, die wir
eigentlich immer verwenden. Wir haben auch gar keine Genua in dem Sinne und wir haben auch kein Leichtwindsegel. Das ist so der Nachteil an unserem Setup, was wir derzeit fahren. Wir haben vorne zwei Bugklampen und wir können sie umlegen hier durch die Ösen und hier ist auch ein Scheuerschutz und das ist auch sehr gut. Das hilft sehr, das zu entlasten, weil das dann diagonal auf die andere Klampe jeweils läuft. Vorne haben wir einen Bugkorb mit Einstieg. Wir haben hier auch nochmal eine Klappleiter dazu, die wir einhängen könnten, wenn wir den Anker abhängen, sodass wir über Bug auch einsteigen könnten, aber haben wir in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr benutzt. Das ist unsere Ankerwinde, elektrisch natürlich und mit einer Fernbedienung dazu, weil bei der Größe von Boot und Anker geht das auch gar nicht mehr anders. Es gibt zur manuellen Bedienung natürlich den Stab dazu und da vorne unten drin ist unsere Ankerkette. 12 mm, 50 Meter verzinkte Ankerkette. Nur bis jetzt reicht es noch, mal gucken. Das Schiff ist relativ breit oben. Und einer der Voreigner hat hier noch einen dicken Tampen angebracht als Scheuerschutz und das ist echt eine tolle Sache. Der sieht nämlich gut aus und hilft auch bei kleinen Rempeleien. Außerdem haben wir eine Mittelklampe, die ist zwar normal bei der Größe, aber ich kannte es von vorher nicht, von unserem kleinen Boot und das erlaubt ganz tolle Manöver und auch das Boot nochmal super zu verzurren. Also wir haben Teakdeck, das ist schön, Mittelmeer muss man mal gucken, gibt ja heiße Füße, aber ist auf jeden Fall angenehm. Ist immer, sieht einfach immer schöner aus. Hier ist unser Dinghy. Das fahren wir hier vorne drauf. Das heißt, ist für uns jetzt die einfachste Lösung gewesen. Das ist auch noch nicht so das Langfahrtoptimierte mit Festbooten und Tüdelü und Tedari. Das ist halt eins, was man so auf der Ostsee gefahren hat. Und wir werden es jetzt so lange fahren, bis es kaputt geht. Und dann können wir uns immer noch darum kümmern, was anderes zu nehmen. Wir haben hier unsere Rettungsinsel, die ist für 4 Personen, weil wir doch hauptsächlich nur zu zweit unterwegs sein werden bei der Schiffsgröße. Wir fahren sie hier oben an Deck, wir hätten sie gerne hinten gehabt am Heck, aber da ist einfach kein Platz mehr dafür und der Platz hier ist super, hier stört sie nicht, hier ist sie nicht im Weg und man kommt schnell ran, um sie loszuwerfen, wenn man sie loswerfen muss. Ursprünglich hatte die Dufour andere Fenster, die waren aufgesetzt von außen. Die sind zum Glück schon von einem Vorgänger getauscht worden in Alurahmen. Das ist einfach deutlich angenehmer und besser. Wir haben hier noch einen Rottkicker, der also den Baum stützt oder runterzieht. Ein ganz praktisches System. Auch diese Leine ist umgelenkt ins Cockpit, sehr praktisch. Einer der Voreigner hat hier schon mal das Rigg getauscht und es ist hier jetzt ein Rollgroß drauf und dadurch hat sich auch die Segelgröße und Fläche ein bisschen verändert, aber es ist wirklich gut ausgerichtet auf das Boot. Was bei dem Cockpit hier besonders schön ist, ist, dass alles, es ist alles gut zu erreichen und es ist alles in der Nähe. Das finde ich persönlich ganz praktisch. Also du hast hier unten ist das Motorpanel zum Ein- und Ausschalten und du hast es aber dann auch zum Steuerstand und zur Gangschaltung auch nicht so weit. Wir haben hier unsere Bugskisten drunter. Die sind sehr, sehr groß und sehr, sehr geräumig. Das finden wir sehr gut, weil wir hier doch wirklich noch mal viel stauen können, was wir ja innen nicht runterbekommen. Wir haben hier die Backbord-Bugskiste. Hier haben wir unter anderem Landstromkabel, Wasserschlauch. Die ist so tief und ja, so lang etwa, also sehr groß und passt sehr viel rein. Bin ich sehr zufrieden damit. Da passt sogar ein Christoph rein. Da passe ich sogar liegend rein, das stimmt. Wir haben hier die steuerbordseitige Bugskiste. Auch riesig. Wir haben hier einen Klapptritt drin und darunter ist unser ganzes Sicherheitsequipment, was wir brauchen. Und darunter ist noch der große Wassermacher, den wir allerdings noch nicht benutzt haben. Hier hinten in der Ecke haben wir noch Leinen. Und hier vorne ist zum Beispiel unser Suchscheinwerfer.
ein akkubetriebener Suchscheinwerfer und der Suchscheinwerfer kann hier eingesteckt werden. Das ist eine Bordsteckdose für draußen. Außerdem haben wir hier unten drunter Wandenschneider, einen Feuerlöscher nochmal und die anderen Dinge, die man im Notfall brauchen sollte. Wir haben hier hinten, Achtern, eine große Fläche, die grundsätzlich sehr gemütlich ist und grundsätzlich auch gut ist, wenn wir auf langen Fahrten unterwegs sind. Haben wir uns hier noch unsere Sessel geholt, die haben eine integrierte Rückenlehne, wo man sich dann hier schön bequem von der Windfahnensteuerung durch die Gegend fahren lassen kann und einfach nach vorne gucken kann. Und wenn man es denn windgeschützt haben möchte, dann nimmt man den Sessel einfach, packt ihn sich hier hin. So mache ich das gerne nachts. Und dann habe ich hier durch unsere Sprayhood, durch die großen Fenster, absolut tollen Blick nach außen. Kann auch mal hier rumgucken und sitzt windgeschützt. Also das ist schon ziemlich genial. Ansonsten haben wir hier noch Augen, wo wir uns anschlagen können, wenn der Wellengang mal ein bisschen höher ist. Und unsere Wachskisten sind natürlich zu verschließen mit Schloss. Das ist nicht einfach nur zu und fertig. So, dann haben wir hier noch einen Tisch, den man sich hochklappen kann, wo man dann eben schön entweder ganz ausgeklappt nochmal morgens frühstücken oder abends sitzen kann und im Sonnenuntergang nochmal was gemütlich essen kann. So, den könnte man auch, wenn man es ein bisschen kleiner haben möchte, alleine ist, auch einfach nur so ausklappen. Finde ich persönlich ganz praktisch. Es ist nicht der stabilste, aber er ist immerhin da. So, dann haben wir hier unten, hier ist die Gangschaltung. Also wenn ich hier am Steuern bin, kann ich hier schalten, Gas geben, Rückwärtsgang und so weiter. Also für mich ist er super, ich komme hier sehr gut damit zurecht. Also hier drunter ist die manuelle Bilgepumpe und dann haben wir hier für unser Notruder den Aufnehmer und auch hier nochmal ein Auge zum Anschlagen. Wir haben hier unter dieser achterlichen Sitzmöglichkeit zwei riesige Bugskisten oder eine, das ist eine verbundene Bugskiste mit zwei Deckeln zum Aufklappen. Wir haben hier hinten den Gastank drin für die kleinen blauen Campinggasflaschen. Wir haben den Hydraulikzylinder hier drin vom Autopiloten. Ein bisschen Eimer, ein bisschen Kanister, noch ein Bootshaken, ein Schrubber und verschiedene Lappen und Trichter und solche Geschichten. Hier sitzt aber normalerweise die Dieselheizung, die wir gerade neu bestellt haben und die jetzt unterwegs ist. Wir haben hier alle Leinen ins Cockpit umgelenkt und ich finde das wirklich großartig, dass es so ist. Wir haben hier einmal das Großfall und das Genua-Fall. Wir haben den Rottkicker und die Dirk. Also die Dirk hält den Baum hoch und der Rottkicker zieht den Baum runter. Und habe ich was vergessen? Nee. Hier drüben haben wir insgesamt drei nicht selbstholende Winschen, aber die reichen vollkommen aus. Das sind kleine Winschen. Und wir haben von außen nach innen den Topnant. Wir haben das Spielfall hier vorne, wir haben den Ausholer und die Refleine und wir haben dann für die Winschen große und kleine Winschkurbeln. Jetzt ist nur noch die große Winschkurbel da, weil die kleine gerade hinten am Achterstag liegt und damit können wir eben viel Druck aufbauen auf die Winschen. Dann haben wir den Niedergang, der sich mit zwei Steckshots hier schließen lässt. Die sind transparent und dem Deckel, den man dann zuzieht. Auf die Instrumente gehen wir später ein. Wir haben hier noch ein Großschutzsystem, ein patentiertes Großschutzsystem. 4:1, 8:1, das finde ich großartig. Das lenkt entweder viermal um, wenn ich an einer Schot ziehe, oder wenn ich an beiden Schoten ziehe, dann lenkt sie achtfach um.
ist ausgestattet mit einer Endlosleine, kann man auch aber mit einer normalen Leine fahren. Großartiges System, gerade wenn man viel Segelfläche hat, kann ich nur empfehlen. Wir hatten vorher ein 4:1 System, das hat nicht ausgereicht, wir konnten es nicht ziehen. Wir haben jetzt auf der Seite auch noch eine Heckdusche mit Warm- und Kaltwasser, das was ich sehr, sehr gut finde, weil die Dusche, die wir unter Deck haben, eher nicht zum Duschen geeignet ist. Wir haben hier den Steuerstand mit dem nicht zu großen Steuerrad, was sich sehr, sehr gut hält. Und wir haben in der Pflicht zwei angeschrägte Seiten, sodass man hier bei jeder Schräglage auch gut steht. Wenn es noch doller wird, kann man das Bein hier draußen abstellen. Man hat von hier aus einen sehr guten Blick über die Sprayhood. Wir haben dann hier drunter den Kompass und zweimal Plotter. Der untere Plotter ist der, der in Betrieb ist. Den oberen benutzen wir nicht. Der hat eine Karte hier von dem Seegebiet, wo wir uns aufhalten. Hat AIS drauf und Radar drauf. Wir haben hier das alte Funkgerät, das wird ausgebaut. Wir haben stattdessen ein Tochtergerät hier vorne. Wir haben hier den Autopiloten, das ist ein elektrohydraulischer Autopilot. Der sitzt in der Backbord-achterlichen Kiste und steuert sehr zuverlässig. Der kann nach Wind steuern, der kann nach Kompass steuern und das ist eine feine Sache. Verbraucht natürlich so um die 5 Ampere Strom, aber das ist normal. Und wir haben hier für unser Marinho extern Bugstrahlruder die Fernbedienung und wir haben dazu auch noch mal eine manuelle Fernbedienung. Wenn man will, kann ein zweiter Mann vorne am Bug das bedienen. Wir sind ja hier auf dem Segelboot, deswegen sind für uns die Informationen, was das Boot macht und wie der Wind gerade ist, besonders wichtig. Wir haben eine analoge Anzeigenserie, die mit dem Hydra 2000 von B&G hier unter Deck verbaut ist. Und wir haben auch Tochtergeräte unten, die kommen im zweiten Teil. Heute zeige ich euch aber nochmal die Geräte, die wir hier oben haben. Das sind die analogen Geräte. Ich finde die großartig, dass wir die haben, weil die sich sehr schön ablesen können lassen. Wir haben hier außen einmal den scheinbaren Wind in Knoten. Der ist aktuell bei 6 Knoten Wind. Dann haben wir die Bootgeschwindigkeit, weil wir gerade im Hafen liegen, ist die logischerweise 0. Das ist die Bootgeschwindigkeit durchs Wasser. Dann haben wir in der Mitte das Hydra 2. Das ist sozusagen ein Bordcomputer aus den 90er Jahren, eine relativ frühe Ausgabe. Gibt aber alles wieder, was wir brauchen. Jetzt aktuell ist die Geschwindigkeit und die Tiefe, die Wassertiefe angegeben. Wir können aber auch umschalten in die Windgeschwindigkeit. Dann haben wir jetzt hier scheinbaren Wind von 6,4 Knoten. Wir haben dann hier die Tiefe, und zwar die absolute Tiefe. Die liegt bei 5 Metern, knapp unter 5 Metern im Moment. Und hier vorne ist mit so die wichtigste Anzeige für uns. Die zeigt uns, woher der Wind kommt. Hier oben an den Strichen sieht man noch ganz gut, wie weit wir mit dem Segel hoch am Wind an den Wind gehen können. Wir können sogar einen kleinen Ticken drüber gehen. Das Boot geht also sehr hoch an Wind. Und das sind natürlich wichtige Informationen, die uns dann mit einem Blick sagen, wenn wir hier reingucken, wie der Wind kommt und wie wir die Segel stellen müssen, jedenfalls grob stellen müssen. Wir sind jetzt auf der Steuerbordseite im Cockpit. Wir haben auf jeder Seite Solarbügel montiert, die sind an Deck verschraubt und auch mit dem Seezaun verschraubt und tragen jeweils ein Solarpanel im Alurahmen. Das sieht man jetzt hier gerade ausgeklappt, weil wir es so haben hier im Hafen, weil das so die Morgensonne ist. Die liefern top 110 Watt und wir sind mit denen sehr zufrieden. Die sind sehr gut, liefern eine gute Ausbeute und die Qualität ist klasse. Die 110 Watt sind pro Stück. Und der Bügel wurde maßgefertigt. Diese Halterung kann man fertig kaufen. Das ist auch ein feines System. Dann haben wir eine große selbstholende Winch mit einer Umlenkung von hinten her. Da läuft die Fockschot drüber. Und wir haben noch eine nicht selbstholende Winch für das Spiel. Und dann haben wir noch eine Besonderheit. Wir können nämlich, wir haben ja alle Leinen ins Cockpit umgelenkt, sogar die Hohlepunktverstellung für die Fock. Und das ist eine feine Sache. Wir können den also zumindest in eine Richtung vom Cockpit aus fahren, nämlich nach vorne. Wir können ihn nach vorne verstellen, wenn wir an dieser Leine ziehen.
und wenn natürlich kein Druck drauf ist. Wir haben an der Stelle unsere Ankerleine für den Heckanker. Den Heckanker selber haben wir hier. Das ist ein 20 oder 25 Kilo Klappanker. So genau wissen wir es nicht, aber er ist jedenfalls ausreichend dimensioniert für das Boot. Daneben haben wir, hier die Rolle drüber, wo die Leine dann laufen könnte, wobei mir die Anordnung noch nicht ganz klar ist. Wir haben hier den 2 PS Außenborder für unser Dinghy. Das ist ein Zweitakter älteren Modells, ohne Gangschaltung, relativ simpel, tut aber seinen Zweck. Und ja, für das, was wir gerade tun, nämlich vom Ankerplatz zum Strand, da reicht das. Wir haben hier ein verstellbares Achterstag, wobei wir das, also wir können das mit der Winchkurbel spannen oder auch lösen. Meistens fahren wir es in derselben Spannung und ist auch ein bisschen schwierig, weil wir einen Rollgruß haben. Dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Wir haben hier noch einen Bootshaken dran hängen, was ganz praktisch ist. Dann haben wir unsere Windsteueranlage. Mit der sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden. Das ist für mich die beste Anschaffung vor der Abfahrt gewesen, weil die geräuschlos steuert, besser steuert als ich, ermüdungsfrei steuert und weil die auch die Wellen sehr gut aussteuert. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Die macht das top. Manchmal bin ich nur zu doof, sie einzustellen, aber da kann die nichts dafür. Dann haben wir eine Badeleiter und dann geht es hier weiter mit dem Radar und dem Radarmast. Da dran ist noch eine Tröte und eine Reserve-Funkantenne, die wir gebraucht hatten, um mal unser AIS zu testen. Ich finde es aber grundsätzlich nicht verkehrt, noch mal eine Reserveantenne gerickt zu haben, falls man ein Problem oben haben sollte. Wir haben einmal eine Wurfleine zum Thema Sicherheit. Wir haben einen Hufeisenrettungsring an einer 50 Meter Schwimmleine mit Aufrollsystem. Wir haben die alte Mann-über-Bord-Boje, die Markierungsboje, die wir noch haben. Die funktioniert allerdings nicht, aber was wir haben, wir haben diese Ein-Mann-Rettungsbergeinsel, ein ganz, ganz tolles System. Damit sind wir sehr zufrieden, haben wir zum Glück noch nie gebraucht, aber ich bin mir sicher, wenn wir sie brauchen würden, dann ist das System für zwei Personen, glaube ich, das Richtige. Wir haben hier eine Ankergurtrolle, also für entweder Heckanker, das sind 50 Meter. Wir verwenden sie allerdings als Strecktau. Die wird dann über den Bugbeschlag umgelenkt und wird hier drüben auf der Achterklampe wieder belegt. Ich weiß ja, dass viele von euch immer froh sind über kleine Tipps und Tricks. Und es gibt hier an dem Boot eine wirklich feine Sache. Hat hier jemand einfach nur eine Edelstahlkette mit zwei Enden lose unter die Reling geschweißt und zwei solche Haken. Und das erlaubt einem, dass man Leinen hier schön aufschießen kann. Das ist eine wunderbare Sache. Hier auf der anderen Seite hält sie die Seenotmarkierungsboje. Dieses System haben wir vorne auch für die Bugleinen. Die hat der Voreigner immer vorne gefahren. Oder die Bugleinen sind ähnlich wie hier, einfach an einem Auge befestigt mit einem Karabiner. Und wenn du ein Leinenbündel hast, kannst du es einfach einpicken. So fahren wir unsere Reffleine vom Vorsegel. Die Bugleinen könnte man so dauerhaft am Bug fahren, machen wir aber nicht. Ja, schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich hoffe, die Tour The Boat Teil 1 hat dir gefallen. Das nächste Mal zeigen wir den Innenbereich. Das ist auch sehr spannend und interessant. Wer unsere Reise verfolgt hat bis jetzt, der weiß, dass wir schon recht viel innen auch gemacht haben.
Und wenn du das nicht weißt, hier kommt die Playlist von den Vorbereitungen für unsere lange Reise. Und dann kannst du mal sehen, wie das vorher war und was wir so alles gemacht haben. Im Nachgang, wenn ich es heute anschaue, finde ich es auch ganz schön spannend. Es ist schon irre, was wir gemacht haben. Das war Teil 1 von unserer Tour the Boat auf unserer Dufour 39 von 1984 von German Freighters. Ich finde das sehr interessant deswegen, weil das damals das Flaggschiff war von Dufour und auch in seiner Klasse herausragend war. Wenn man sich das heute so anguckt, ist 39 Fuß nicht mehr groß. Erst recht nicht im Mittelmeer und erst recht nicht an der Atlantikküste. Und deswegen finde ich es ganz spannend, wie sich die Zeit auch gewandelt hat. Wir sind aber sehr glücklich damit, weil es stabil und schnell ist, das Schiff, und auch einen tollen Wohnkomfort bietet. Apropos Wohnkomfort, den gibt es dann im zweiten Teil beim nächsten Mal. Und wir freuen uns sehr, dass du bis hierher dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass uns bitte einen Kommentar. Abonnier den Kanal und mach die Glocke an, dann wirst du das nächste Mal informiert, wenn wieder ein neues Video rauskommt. Und es gibt uns natürlich auch auf Facebook und Instagram. Da bist du immer ein bisschen näher dran und kannst sehen, wo wir uns gerade aufhalten. Da gibt es natürlich auch immer schöne Fotos und aktuelle Reels. Ja, alles gesagt. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.